Ich bin die Konstanze. Ich bin seit 4 Tagen in der Koje. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Ich bin Fernsehredakteurin beim Südwestrundfunk und mache Filme und Redaktion. Und ich wollte unbedingt jetzt einfach mal mir einen Traum erfüllen und dieses Handwerk, in das Handwerk mal hineinzuschnuppern, des Tischlerns. Und ja, das war jetzt diese Woche. Vor allem aber hat mich natürlich auch die Produktion interessiert. Und das Größte, was ich eigentlich da erfahren habe, war diese große Präzision und das Engagement der Mitarbeiter, wie sie mit diesem Baustoffzirbe, also mit diesem Material Zirbenholz umgegangen sind. Das hat mich also total überrascht, dass man so sorgfältig und in Ruhe sich dem Gegenstand widmet und nicht denkt, ich muss es irgendwie schnell und möglichst gewinnbringend jetzt hier irgendwie fertigstellen, sondern also mit ganz, ganz großer Hingabe, Sorgfalt und Präzision. Also das hat mich also am meisten überrascht, dass da auch gar kein Stress entsteht, sondern dass die Mitarbeiter da wirklich mit großer Hingabe dabei sind. Also man spürt diese Hingabe zu diesem Produkt und das finde ich schon mal ganz einzigartig. Mich hat natürlich das Zirbenmaterial insbesondere fasziniert, also was für ein wunderschön weiches, wohlduftendes, geschmeidiges Material das ist. Es ist einfach sehr schön anzufassen. Es ist dieses Holz so in der Hand zu haben und zu bearbeiten, war für mich ein ganz großes Vergnügen, muss ich schon sagen. So einmal hat mir das sehr gut gefallen, wie hier die Teams zusammenarbeiten. Das sind die Teams, die Kreativteams, die hier im Büro und dann sind die Kollegen in der Produktion und man hat den Eindruck, die arbeiten zusammen und man spürt auch, das ist ein Produkt, an dem alle arbeiten. Das ist übrigens ein Punkt, auch den ich sehr besonders finde, wie nachhaltig dieses Produkt, das Zirbenbett gedacht ist, bis zum letzten Stäubchen wird hier das Produkt, nämlich die Zirbe, dieser wunderschön gewachsene alte Baum, verwertet. Das hat mir also höchsten Respekt eingeflößt, dass man das so durchdenkt und so sorgfältig mit diesem Naturstoff, der über Jahre gewachsen ist, behandelt.